geht es euch? Ich hoffe, ihr seid nicht einsam. Heute reden wir nämlich über Einsamkeit, weil in Deutschland gibt es über 16 Millionen Menschen, die einsam sind. Und in der Schweiz fühlt sich jeder Dritte einsam. Vor allem bei den 15- bis 24-Jährigen ist diese Zahl enorm gewachsen seit der Pandemie. Die Pandemie hat uns 405 Millionen mehr einsamen Menschen beschert. Toll, he? Was die so machen mit uns. Und darum ist es sehr wichtig, also ich finde schon, dass es einfach sehr wichtig ist, sehr wichtig, dass du dich selber respektierst und vor allem, dass du deine Zeit respektierst. Wir haben nur diese Zeit. Diese. Es gibt keine zweite Zeit. Darum müssen wir jede Minute und jede Stunde und jeden Tag und jede Woche und jedes Jahr von dieser Zeit einfach genießen. Oder so leben, wie wir es gerne möchten. Und nicht so, wie andere das möchten. Weil das ist nicht dein Leben. Jeder von uns ist ein bisschen anders und hat andere Eigenschaften und ja, Fähigkeiten auch. Und von dem her gesehen, ist das ein wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt auch ist eben ein Hobby zu haben. Also viele Menschen haben auch keine Hobbys. Warum nicht? Weil sie Angst haben. Sie könnten das Hobby nicht gut genug machen. Die haben Angst zu versagen. Und von dem her gesehen, diese Angst wird ja seit der Pandemie wird ja uns immer wieder jeden Tag vorgeführt, auch in den TVs und Medien und Internet und Angst. Du musst immer Angst haben. Das ist sehr wichtig für die Politik. Und darum brech das einfach, mach das in kleinen Schritten, mach halt eine Planung mit ganz kleinen Mini-Steps und versuch diese zu erreichen und dann geht's. Dann kannst du deine Angst so am einfachsten überwinden. So, das wäre alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mal interessieren, was du dazu meinst, zu diesem Thema Einsamkeit. Bye.